Ah. Jetzt ist er da vorne auch schon verschwunden, weil ich ihn so oft umgehauen habe. Ich meine, unzählige Versuche. Au. Da bin ich kein Fan. Na egal. Fallen gelassen haben die jetzt nicht. Na. Das Mistvieh. Das da hinten ignoriere ich mal, weil ich einfach nur da hoch wieder zu meinem Leichnam will. Hey! Hätte deine Mutter nicht beigebracht, mit sowas um dich zu werfen? Ich dachte schon, ich hätte ihn jetzt nicht erledigt. Nein, ich hätte wenig besser aufpassen müssen. Und na? Put, 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 put. Na, kommst du? Ja, genau. Blutung. Wie ich dich liebe deswegen. Ernsthaft. Was schnaubt ihr da? Nein, darauf kann ich verzichten. Au! Ich sagte gerade, darauf kann ich verzichten und dann sowas. So. Das schon mal geklärt. Habe noch meinen Estus-Wrapper. So. Wurfmesser 26. Ziemlich stelle ich mich manchmal an, ey. Die Treffer hätten alle gar nicht jetzt so kommen müssen. Ach. So, wo bringst du jetzt nochmal hoch? Hier nicht, danke. Ich glaube, ich muss das durch das Haus und dann da weiter hoch. Doch, das hier vorne? Nee, da gab's. Ging's auch nicht lang. Da hinten. Ich müsste nur da hinten runter irgendwie. Muss ich mir mal merken. Hier ist ja alles absichtlich deswegen abgezäunt, damit ich nicht da hinten hinkomme. Mann. Die wissen schon, wie sie einen Sushi ärgern. Was? Nein. Wo bist du? Komm her. Wo bist du da? Leiter Trampel zu kämpfen ist ein bisschen blöd. So, hier habe ich das alles weit kaputt. Da ging es nicht lang. Hier musste ich lang. Ah, hier wieder. Willkommen. Komm, ey. Auf mit dem Scheiß. Thank you.
Gut so. Kann ich doch endlich weiter. Dir meine Sachen wiederholen. Da muss ich leider erst wieder diese Tonnen an Viechern da vorne bekämpfen. 17 Pfeile habe ich noch. Ja, ich habe eine Idee. Vielleicht bringt das ja was. Weil ich aber ungern meine Giftpfeile dafür verschwenden wollen würde. Hm, nee, ich nehme die normalen Pfeile wie immer. Komm, setz keine Pussys. Was zur Hölle? Nein, nicht so viel auf einmal. Okay, wer ist hier die Pussy? Ich zwinge mich hier raus in die Sonne. Na komm, ich gebe euch einen Anreiz hierher zu kommen oder was? Das ist mein Feuerschwert. Oh, Breitschwert. Ein weiteres Schwert. Breitschwert. Ah, das ist ja schon das, was ich habe. Ja. Habe ich wenigstens wieder was zum Verkaufen. Ich habe das Breitschwert in Feuerversion und einmal Breitschwert in einer +4-Version und so. Oh, nein. So nicht das geplant war. So das absolut nicht geplant. Was soll, du wirst angegriffen von mir. Reicht Felix zurück. Was machst du? Bist du blöd? Blödheit muss bestraft werden. Genauso wie ich vor uns mit der Truhe, du jetzt hier auch. Ramponierte Stoffkapuze. Und schon wieder eine. Ich könnte das locker wieder verkaufen, wa? So, jetzt aber ohne zu sterben, bitte. Schön hoher Blutungswert hier. Muss man aufpassen. Och nö. Sag nicht, dass er weg ist. Ja, schönes Problemchen, dass hier keine Nachricht steht mit Falle. Ich hoffe mal, dass nur Platten reicht hier. Perfekt. Silberner Talisman. Ich hoffe mal, dass das hier nicht auch eine Falle beinhaltet. Großschwert. Jetzt gucke ich doch mal nach. Silberner Talisman. Das hier. Verwandlung, Verschmelzen mit Umgebung. What? Das soll mir mal bitte einer erklären, der mir das erklären kann. Und was habe ich hier bekommen? Breitschwert. Ne, Quark. Bastardschwert. Müsst ihr vielleicht auch mal nehmen und probieren. Hm, wäre vielleicht nicht schlecht, das auch mal zu testen. Aber ich hätte da auch gerne erstmal noch ein paar mehr... Dingens Schild. Jetzt muss ich mal gucken. Keine Ahnung, was habe ich gerade gekriegt? Oh man, ich muss das nochmal im Replay nachgucken. Ich muss das im Replay nachgoogeln. Wenn ich dann das hier am Rendern bin. Darf ich dann halt noch nicht an der Stelle vergessen. Oh, ist jetzt da hinten offen? War das schon immer offen? Ist eine kleine Fackel. Hier ist irgendwie dunkel und nichts drin.
Gegen was kämpfst du? Ich hätte gehofft, dass mein Freund noch da ist, aber gut. Dann sag ich mal, das ist sehr gut, dass ich dann direkt gleich mal die Giftpfeile geholt habe. Nein, das kannst du knicken. Ich triffst du nicht mit diesem Scheiß. Gegenseitig getroffen. Ja, mich triffst du nicht mit diesem blöden Zeug. Ich habe keinen Bock, jedes Mal in Flammen aufzugehen. Warum kann ich meine Fackel hier ran nicht anmachen? Hoch. Ich fühle mich mit dem Schild auch irgendwie ein wenig langsam. Also von oben scheint nichts zu kommen. Da unten habe ich schon soweit alles. Muss noch irgendwie auf die Seite des Pfades gelangen. Sieht ein bisschen gruselig aus, da ist noch ein Schiff. Guck ich mal nach, ob hier noch was drin ist. Eine Treppe nach unten. Hey, ich Trottel, von hier komme ich. Facepalm. Ja, sieht, keine Ahnung, so, ne? Ziehen. Glocke, sagt mir irgendwie, dass das irgendwie was andocken könnte. Da ich aber nur einmalig hier oben bin. Versucht Hebel. Ich bin mir sicher, da passiert irgendwas Blödes. Irgendwas nicht Tolles. Lebensstein, Heimatknochen, schön. Ah, was ist jetzt? Kommen jetzt Geister oder was? Oha. Blaue Flammen, großes Schiff. Geisterschiff? Okay. Was ist hier? Zunge, aber Loch. Hä? Da ist doch gar kein Loch hier. Ich höre was. Unter mir wahrscheinlich im Haus. Was steht hier? Dahinter, ja, ja. Sieht geräumig aus. Vorsicht vor Pluto. Feuerpfeil, das finde ich doch mal gut. Boah, zwei Viecher. Gut, dass das andere Ding ignoriert. Ich hoffe mal, da gibt es nicht noch einen weiteren. Der mich dann attackiert, während ich probiere, das hier zu attackieren. Gut. Breitschwert. Wieder dasselbe. Ah, hurra für Distanzkampf, genau. Gut, dass ich Nahkämpfer bin, aber... Natürlich nicht für dich an. Nahkämpfer bin, aber mich mit ein paar Fernkampfdingen ausgerüstet habe. Ah, hier geht's runter. Aber ich hätte auch gerne mal ein neues Leuchtfeuer. Hurra für Schnitzer. Ich bin doch nicht blind, Leute. Den Trick habt ihr schon in Dark Souls 1 abgezogen, aber nicht hier nochmal. Der lebt bestimmt auch. Die setzen doch keine nicht lebendigen Viecher ein hier. Na. Na komm.
So, den Weg schon mal ein wenig entschärft. Gibt es hier auf dem Weg auch noch mehr? Oh, da sitzt einer. Auf den schieße ich am besten nicht. Da scheint mir wieder ein relativ geselliger Mensch zu sein oder was auch immer. Das sind ja nicht alles nur Menschen, die hier rumlaufen. Da hinten ist auch einer, aber den kriege ich noch nicht so ganz von hier aus. Zumindest schon, aber na, ein bisschen Pfeile sparen muss ich schon. Feuer, Fackel anzünden. Ah, hier könnte ich rückwirkend die Fackel anmachen. Ich mag das irgendwie nicht einfach mal so öffnen. Ich höre irgendwie, als ob irgendwas auf mich schießt. Was steht hier? Abkürzung voraus, ja schön, aber bring mal die Wand weg. Ah ne, Quark, ich komme bestimmt dann hier. Ne, von hier aus. Abgekürzt. Geheimfahrt voraus. Muss ich doch mal gucken. Aha! Die Tür, die sich damals nicht öffnen ließ. Jetzt kriege ich sie von der anderen Seite auf. Schön, schön. Schön. Ja, da hinten ruht sich der Hund aus. Fein, da komme ich hier immer schön schnell durch. Muss ich mir nur noch angewöhnen, mir das zu merken. Ich neige bestimmt dazu, es zu vergessen. Was? War ich doch noch gar nicht. Warum habe ich... Kriege ich von dem nix? Ich höre da wieder diese komischen Viecher. Ja, unter mir. Na super. Ach ja. Okay, hier unten habe ich schon soweit alles. Ich muss bestimmt zu dem Geisterchef. Nein, die Nachricht ist weg. Ich wollte gerade die Nachricht lesen. Nein, ich bin vergiftet. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell kommt. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ach, hier so ein... In dem Krug hier war das drin. Verstehe. Alter, 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 alter. Die Überreste von dem Krug geben mir auch noch Gift. Wie behindert ist das denn? Vorsicht vor Rollen und Gift voraus. Ja, das ist, nein, halt, ich wollte es bewerten. Ja. Och nö, hier muss man sich wohl vergiften lassen, oder was? Scheiße. Ich habe ja noch ein Gegengift. Nehme ich erstmal einen Flakon. Rüste ich mich mit Gegengift aus und hole mir alles, was ich brauche. Ich glaube, das vergiftet einen auch nachträglich, oder? Illusion. Nein, ich wollte nicht. Jetzt macht's bumm. Ist das Flakon-Sherby? Ja! Ja, da ist nichts dahinter. Überall Gift drin. Hier, dort und da. Ich probiere einfach mal daneben zu stehen. Irgendwann ist das Gift ja auch neutrum. Neutralisiert. Wurfmesser 7. Flammenschmetterling. Flammenschmetterling? Muss ich doch glatt mal gucken. Ist das eine Waffe? Oder ein Schild?
Ach da, Flammenschmetterling. Eigenständige Entzündung von Fackeln. Also scheinen die Fackeln doch einen sehr tiefgründigen, sag ich mal, Zweck zu haben. Wenn man extra so ein Item kriegt, sogar für selbstständige Entfackeln. Gibt bestimmt Passagen, wo das sehr schwer ist, mit der Fackel zu schaffen, wo man sich das Item am besten aufhebt oder aufheben sollte. Und da wäre ich für Tipps offen. Wenn ihr mir sagt, hebt es hier doch mal auf, bis du irgendwo angekommen bist. Oder hier ist schon ein guter Ort dafür. Wie gesagt, ich bin dafür offen. Zwei von euch, hier rechts scheint nichts zu sein. Du spinnst rum, wa? Hallo. Hallo. Dann halt nicht. Wenn du nicht spielen willst, dann hast du bestimmt schon deinen Spaß gehabt. Ich dachte schon, da kommt was auf mich zu. Irgendwie halten die auch ganz schön gut aus, die Geisterviecher. Ich weiß nicht, was genau das ist. Irgendwie so ein Schattenwesen. Die halten halt gut aus. Was ist das hier? Eine Art Käfig? Geht's hier unten weiter? Offenbar nicht. Oder kann ich vielleicht von oben was durchfallen lassen? Ey, will was sehen. Ich glaube nicht, dass das Ding da reinfällt, oder? Ist bestimmt nicht direkt da oben drüber. Au. War doch weicher Sand. Was du dich beklagen. Menschenbild, Lebenssteine, yeah! Mehr Lebenssteine bitte. Darüber freut sich Sushi immer. So, wir haben ein mysteriöses Schiff und einen mysteriösen Mann vor uns. Und wir sind auch schon wieder ein gutes Stück vorangekommen, finde ich. Und ich würde sagen, machen wir an der Stelle eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten, wenn es wieder heißt Dark Souls 2. Euer Sushi. Bis dann. Ciao, ciao.